Hallo Leute und willkommen wieder zurück zu One Piece Unlimited World Red im Kampfkolosseum. Moment mal, die C-Liga? Ja, der letzte Part war wirklich ziemlich seltsam. Ich weiß, es ist sehr verwirrend. Ich war ja eigentlich schon in der B-Liga und stand sogar kurz davor, in die A-Liga aufzusteigen. Aber nein, das lief ganz anders, weil Don Quixote Doflamingo, der hat sich gedacht, ich bin mal wieder ein Arsch, ich beweise wieder, wie fies ich sein kann. Der hat uns nämlich gegen Fujitora kämpfen lassen, also gegen diesen einen neuen Marineadmiral, und es war halt irgendwie so festgelegt, dass man hier wirklich komplett wieder von vorne anfangen muss, also wieder auf dem untersten, niedrigsten Rang der C-Liga, obwohl man eigentlich hätte in die A-Liga aufsteigen sollen, aber das war leider nicht möglich. Richtig fies. Also ich sage, ich hasse diesen Typen einfach nur. Ich hasse Doflamingo, der ist so ein Arsch. Der beweist das immer wieder. Ich kann den Typen echt nicht ausstehen, aber es geht halt nicht anders. Naja, wenn ich ihn das nächste Mal treffe, dann habe ich ein Rätsel für ihn. Was ist pink und behindert? Ein Flamongo. So, nochmal die Belohnungsliste checken. Also, es geht hier immer noch darum, dass ich noch nicht alle Charaktere habe. Zum Beispiel ist der Crocodile, da muss ich jetzt 15 Ausweichen nur mit Hancock schaffen, also muss ich noch zwei machen. Und für Ace, ja, einen Verbindungsangriff ausführen. Und dann ist noch was unbekannt und noch jemand ist unbekannt. Und für Buggy, vielleicht kann mir irgendwann mal jemand schreiben, wie man den Boss-Sturm freischaltet, weil den habe ich nämlich immer noch nicht. Was muss man da bitte machen, dass man den Boss-Sturm hier bekommt? Den habe ich noch immer nicht freigeschaltet. Was muss man dafür machen? Muss man da Kolosseum-Champion sein oder muss man alle Charaktere vorher freigeschaltet haben, also alle anderen? Oder wie bitte bekommt man den Boss-Sturm? Der ist ja hier noch immer nicht. Ich habe hier bloß Battle Royale, Rauferei und Duell, aber einen Boss-Sturm gibt es hier immer noch nicht. Also, wie kriegt man den? So, ich mache jetzt einfach mal ein Duell. Auf normal kriege ich ja meine Punkte, und zwar eben mit Boa Hancock, damit ich eben, ihr wisst schon, dass ich hier wenigstens wen freischalten kann. So, und zwar so Crocodile dann eben. Schon wieder gegen Buggy? Das wird ja schon langweilig. Mann, sag mal, darf man jetzt mal angreifen, du blöder Clown, du Pappnase. Also das ist ein bisschen ideenlos. Ja, jetzt macht er wieder den Quatsch hier. Aua! Arsch, ey! Boom! So, jetzt ist er wenigstens versteinert gewesen. Aua! Hör auf mit dem Scheiß! Ich hasse das! So, jeder, der mir verfällt, wird zu Stein. Ich sagte Slave Arrow, du Penner. Ah. So. Man, das ist einfach nur einfallslos. Ich habe doch schon zweimal gegen Buggy gekämpft und jetzt schon wieder. Ja, auf die Knie, ich bin die Schlangenprinzessin. So. Ah, schon wieder der Scheiß. So, einfach reinspringen und boom, zack, bam. Mero, Mero, Mero! So. Der ist eh so ein Vollidiot. Und sowas wird einer der sieben Samurai, aber auch nur durch Glück. Der ist ja echt ein neuer Samurai geworden. Weil da ja schon einige Mitglieder ausgeschieden sind. Ja. Immer wieder derselbe Quatsch. Wir kennen es langsam schon. Das ödet uns an. Eben. Mero, Mero, Mero. Und das war's. Sexy. Ich glaube, ich bin noch überhaupt nicht ausgewichen, oder? So, 240 Punkte, jetzt kriege ich ja wenigstens immerhin mehr. Ihr habt mir ja auch geschrieben, es ist wirklich normal, dass man so wenig Punkte am Anfang bekommt, weil sonst wird es irgendwie zu schnell gehen. Aber jetzt kriege ich ja mehr, weil ich wieder von der B-Liga runter auf die C-Liga gestürzt bin. Kriege ich jetzt doch wieder mehr Punkte, glücklicherweise. Aber
Trotzdem fand ich das anfangs ein bisschen komisch, nur so um die 20, 30 Punkte dachte ich mir so, hä, das ist voll wenig, aber es scheint ja wohl normal zu sein. So, heraus von abgeschlossen Charakter Crocodile, ich bin doch zweimal ausgewichen, na dann, jetzt habe ich endlich Sir Crocodile freigeschalten, sehr gut. Crocodile kann jetzt als spielbarer Charakter im Kampfkodessen verwendet werden, jawoll! Und da gibt's auch schon ein Spezialspiel, alles klar. So, mit Frankie diesmal. Mal sehen, wer mein Gegner sein wird. Special Match! お宝はいただくわ。 そろそろ出番かしら? Heute ist der Tag, an dem du in meinem Körper endest. Oh, ich werde dir zeigen, wie romantisch ich sein kann. Sieh dir nur diesen Körper an. Sieh, wie er fließt. Du, ich verstehe schon. Ich werde dir im Kampf zeigen, wie fantastisch meine Verwandlung sein kann. Alles ja mal richtig unfair. Gegen Nami und Robin zusammen und ich ganz alleine? Das kann ja was werden, aua. Ja, das kann ich super gut. Na, ausweichen kann ich nicht super gut, im Gegenteil. Das kann ich eher überhaupt nicht. So. Armored ich! So, mehr Verteidigung. Ich kann das einfach nicht! Das kann man nicht! Ausweichen ist in dem Spiel einfach scheiße! Bum, 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 bum! Nein, wem ist das bitte eingefallen, per Quicktime-Event auszuweichen? Immer nur so den Up-Button zu smashen wie ein Vollhorst? Ja, ouch! Ich wurde trotzdem schon wieder getroffen! Oh, oh! Boah, hey, wieso kann Nami das noch nicht in der Hauptstory? Voll fies! So, Frankie unbesiegbar! Alter, Robin hätte ich zwar fast, aber... So, verdammt, Zeit für einen Neustart! Mann, jetzt hör doch mal auf mit dem Scheiß! So, komm her! Boom! So, Robin ist weg! Ich bin paralysiert, voll fies! So, aber Robin habe ich jetzt besiegen können. So, nicht mehr paralysiert, Attacke! Ich gebe dir gleich Thunderbolt-Tempo hier! Ja, yeah, wir sind super! Unterschätze nicht die Klimaforschung, tue ich auch nicht. Oh, was ist los? Ja, du wirst gleich voll verkacken. Oder aber ich. Ja, immer diese Scheiß-Paralyse. Nein, ich schon wieder. Oh, shit. Ja, schieß auch noch daneben, du Horst. Das schaffe ich nicht mehr. Oder aber doch. Haha, doch noch geschafft. Na bitte, geht doch. Sieger. Schön viele Punkte, aber ich bin jetzt schon wieder Rang 1 und wieder C-Liga Champ. Das heißt, als nächstes kommt wieder ein Aufstiegsspiel, dass ich gerade wieder in die B-Liga zurückkomme.次勝てば昇格なんだよな。やっとるぞ。ああ。ドフラミンゴのことも気にかかるな。今は目の前の戦いに集中だ。誰も死なないといいよ。やめろ、怖えよ。 So, da ist es jetzt wieder, das Aufstiegsspiel. Und diesmal werden wir hoffentlich in der B-Liga bleiben.
und dann natürlich in die A-Liga aufsteigen und nicht wieder in die C-Liga abstürzen. So, und diesmal mache ich das, wie es sich gehört, mit Ruffy und mit Law, weil die passen einfach super zusammen. Die sind ein richtiges Dreamteam. Also, los geht's!今回は注目の試合です。順位を剥奪されてからすさまじい勢いで勝ち進むこの2人の登場だ。もはや皆様にはおなじみでしょう。麦わらのルフィ、トラファルガー、ローチームです。対するは天はこの2人にとてつもない試練を課した。まずは 海賊覇権組織総帥、生きる伝説、占領道系バーギーの入場だ。よし撃つぜ俺の勇姿。続きましては、アマゾンリリーの原皇帝、海賊女帝ブア・ハンコック。ルフィ、さらにさらに 世界一の大剣豪、高野目のミホーク。さて、運命まだまだ続くぞ。魚人空手の達人、海峡のジンベ。よし、行こうか。これで最後、インペルダウンを脱獄し頂上戦争に参戦した さあ、クロコダイル。蹴りをつけようじゃねえか。実に対戦相手の全員が桜花七武海経験者。これは何が起こるか分かりません。早速始めていただきましょう。レディー。 Alter, das ist ja mal richtig krass. Ich kämpfe gegen 5 von den 7 Samurai nacheinander. Das wird heftig, Leute. Das wird echt heftig. So, Buggy macht den Anfang. Ich würde sagen, der ist immer noch der Schwächste von den 5. Auch wenn er den Scheiß jetzt wieder macht. So, komm, jetzt bin ich mal low. Daneben. So, ausweichen. Alter, da muss man echt ständig einen A-Button smashen. Hier, protzigen Narren. Wenn hier einer protzig ist, dann du Pappnase. Boah, Alter, mich schlägt man nicht so einfach. Das ist eine Fresse, ey. Das ist typisch Buggy. Nein, nein. Aufpassen. So, gleich haben wir Buggy erledigt, Leute. Jetzt! So, und jetzt kommt Boa Hancock dran. So, wie grob, zurück! Nein, wir werden uns jetzt nicht zurückhalten. Ja, und wir werden auch nicht heiraten. Ja, Schwächling könnte den Tod nicht wählen. So, Schwächlinge haben keine Wahl. So, jetzt gibt's hier aufs Maul. Auch wenn du eine Frau bist, wir zeigen jetzt gerade keine Barmen. Na warte. Mein Gott, was macht sie jetzt? Mero, Mero, Mero! Nein, vergiss es! Daneben! So, ich werde Piratenkönig sein! So, meine Spezialangriffe hebe ich mir lieber für die anderen auf. Das werde ich auch ohne schaffen. So. Der Du! Ja, ich! Wer sonst? Wer sonst, wenn ich dich, will dich besiegen! Und geschafft! Hancock ist down!
Oh shit, jetzt kommt er hier. Jetzt kommt Falkenauge, ja. Ich heiße Mihawk Dulacke, Falkenauge ist sein Spitzname. Er muss auf diese Hiebe achten. Alter, ey, der stärkste Schwertkämpfer der Welt ist jetzt unser Gegner. Das könnte echt heftig werden. So, da will man nicht mehr unbedingt sterben, hä? Alter, der Typ ist einfach nur irre stark. So, finden wir raus, ob jemand mich übertrifft. Ja, das werde ich sein. Komm her! Boom! Tja, das war ja einfach. Jetzt kommt Jinbei. Oh Gott. So, ich werde einfach drauf und ja. Alle sind voll nass. Was macht er? Alter, na klar, was? Ich habe entschieden, ich werde hier sterben. Shit! Was ist das denn gerade gewesen? Für die Wasserexplosion hat er keine Fischmenschen gerade und alles. Mögliche und unmögliche. So, komm her. Boom. Ja, das war's also, was ihr könnt. Oh ja. Das und noch mehr. Das war ja schnell. Kozakashi. So, und zu guter Letzt noch Sir Crocodile alias Mr. Zero. Aber gegen den haben wir in der Hauptstory auch schon gewonnen, also werden wir das hier auch tun. Ja, ja, du mich auch. Ich hab dich auch lieb. Nicht. Ich weiß, du bist stark. Gib mir alles, was du hast! Wirklich, du glaubst, du kannst mich schlagen? Oh ja, das glaube ich. Das glaube ich ganz fest. So, für wen hältst du dich eigentlich hier? Für deinen schlimmsten Albtraum? Und für den zukünftigen Piratenkönig natürlich auch. Oh oh. Das hat wehgetan. Aufstehen, Leute, aufstehen. Lord, du auch. Das war knapp. So, ruhig, es ist bald vorbei. So, noch mehr Angriffskraft. So, und sagt Tschüss! Jawoll! Sieger! Oh yes! Ketchaku! Zuini! Ketchaku shimashita! Shousha wa Mugiwara no Luffy! トロファルガーローチームだ。圧倒的不利な状況でのショーリー。私は感動すら覚えてしまいました。そして試合に勝利した2人は昇格することになります。公平さを欠いては悪いのですが、正直この2人好きだ。 So, wir sind wieder in der B-Liga. Befördert. Jawohl, so muss das sein. Das war doch mal ein geiler Kampf. So, dein Rang ist auf B-Liga gestiegen. Kämpfe gegen starke Gegner, um noch weiter nach oben zu kommen. Natürlich. Regel Boss-Sturm ist jetzt verfügbar. Na endlich! Okay Leute, vergesst meine Frage, wie man das freischaltet. Das hat sich jetzt geklärt. Jetzt geht das also endlich mal. Da ist er jetzt also. So, Rang 300 und hier Boss-Sturm. Eine Serie von 5 Kämpfen gegen einen oder zwei starke Gegner. Bring dich selbst bis an deine Grenze. Hey, na endlich gibt's den Boss-Sturm. Also, vergesst wieder die Frage, wie man das Ding freischaltet. Jetzt habe ich selber rausgefunden. Okay, so erstmal hier Belohnungsliste checken.
Was ist neu? So, hier, Charakter Crocodile, das haben wir jetzt ja, den haben wir jetzt ja freigeschalten. Für Ace, wie gesagt, muss ich noch einen Verbindungsangriff ausführen, also so eine Combo-Attacke. Und Charakter Jinbei, ja, mit dem kann man ja auch kämpfen. 8 Spezialangriffe mit Ace ausgeführt, 20 Ausweichmanöver mit Ace geschafft und 2 Verbindungsangriffe mit Ruffy und Ace ausgeführt. Wow, das ist eine ganze Menge. Ja gut, die haben sich in der Story ja damals auch mal getroffen. Also Ace und Jinbei haben ja wirklich mal gegeneinander gekämpft und der Kampf war auch nicht gerade cool. Ich glaube auch 3 Tage oder so oder ziemlich lange oder was, eine ganze Woche irgendwie. Die haben auch ziemlich lange sich gefetzt, bis da mal dann der Kampf vorbei war. So, und für Buggy, wie gesagt, muss ich den Boss schon überhaupt einmal geschafft haben. Na, den werde ich am besten gleich mal probieren. Damit ihr den auch mal sehen könnt und ich genauso. Bosssturm. Auf normal natürlich. So, mit... Ja, Crocodile habe ich ja. Ich weiß nicht, den habe ich zwar jetzt vorhin freigeschalten, aber ich weiß nicht, ob ich den auch nehmen soll. Wenn Ruffy und Crocodile zusammen... Passt jetzt auch nicht so wirklich, oder? Ach ne, ich nehm jetzt einfach mal Crocodile und... Wen soll ich dann nehmen? Und Hancock. Weil das sind immer 2 Shishibukai, also. So, also erstmal gegen Nico Robin, meinetwegen. So, sieht übel aus, muss vorsichtiger sein. Was für gewalttätige Leute. So, was für ein hässlicher Feind. Ja, gib zu, du bist ein hässlicher Feind. Ey, das kannst du doch zu Robin nicht sagen. Das hat sich ja wehgetan, mit den Füßen so zuzutreten. Und geschafft. Okay. Nami und Brook gemeinsam also. Ja, meinetwegen, warum denn nicht? Entschuldigung, aber kann ich dann höchstens sehen? Nein, sicher nicht. Perversling. Jetzt einmal voll vergessen. So, Brook ist hin, Leute. Also nur noch Nami. Unterschätze nicht die Klimaforschung, naja. Und jetzt auch noch gegen Lissabon Frankie. Soll so sein! So, das hat sich wehgetan. Für wen hältst du dich eigentlich? Boom! Zack! Tja, du denkst, du bist super? Das bist du nicht! Nein, das bist du nicht! Denn da bin ich hier super! So, sag tschüss! Ja, das ist ja eh total einfach hier. Gegen die zu gewinnen, ist ja ein Kinderspiel. Und das war's auch schon. So, und jetzt sogar nochmal gegen Jinbei, alles klar. So, komm her. Meru, Meru, Meru. Ah, jetzt zu Stein geworden, sehr gut.
Ja, vergib mir aufgrund meiner Schönheit. Ich habe mich entschieden, hier werde ich sterben. Nein, das willst du nicht. Oh, shit. Das hat wehgetan. Lass die Rabok, lass diese Rabok nicht. Lass die uns nicht aufhalten. Das war alles, was ihr könnt. Nein, wir können noch mehr. Pass auf. Alter, voll diese Wasserhaie. Gut, das konnte Horde schon sehr auch irgendwie. Es gibt ja noch Sachen, die ich tun muss. Ja, wie zum Beispiel jetzt gleich verlieren. Jetzt auch noch gegen Zorro. Sag mal, wie lange geht denn das hier noch? Hallo? Wir hatten doch schon längst 5 Kämpfe. Oder nicht? Wann ist das jetzt mal vorbei? So. Take this! Nicht mal der Tod nimmt mir das Leben. Was soll ich tun, damit du mir verzeihst? Das war's. Ja, für dich gleich, Zorro. Er kommt in Stimmung, Leute. Er kommt in Stimmung. Oh, oh. Boah, Vorsicht. Meru, Meru, Meru! Ah, na endlich, fertig. Sieger, wenn auch nicht gerade ein hübscher. So, was, das gibt schon wieder nur so wenig Punkte? 39,58. Na gut, jetzt bin ich ja auch wieder in der B-Liga. Vielleicht war das jetzt nur, dass ich vorhin mehr Punkte bekommen habe, damit ich schneller wieder von der 10 in die B-Liga zurückkomme. Das kann ganz gut sein. Aber ich habe das allererste Mal den Bossstund geschafft. Und damit habe ich Buggy freigeschalten. So, Buggy kann jetzt so Spielberg, der im Kampfkolosseum verwendet werden. Sehr schön. So. Und Rang 261. So, Belohnungsliste neu. So, jetzt habe ich jedenfalls auch Buggy freigeschalten, aber hier ist auch noch immer jemand unbekannt. Das könnte vielleicht sogar Falkenauge sein. Eventuell. Weiß aber nicht genau. Man kann Shanks spielen! Das ist ja geil, aber Bedingung 20 Bosse mit Buggy besiegt, 2 Verbindungsangriffe mit Buggy ausführen und 25 Ausmachmanöver mit Buggy geschafft. Ach du Scheiße, das dauert ja ewig. Aber das ist ja geil, man kann hier sogar als Shanks spielen, das wird ja immer geiler, das Kolosseum. Das wird echt immer besser und hier haben wir noch eine Bossquest, nimm Alabaster ein. 5 Spezialangriffe mit Crocodile ausgeführt, nur 3 fehlen noch. Oder hier die große Herausforderung, Ruffy einmal mit Buggy in Duellen besiegt. Aha. Naja gut, dann müsste ich halt, wenn ich mit Buggy ein Duell mache, dann darauf hoffen, dass Ruffy überhaupt auch kommt. So, Bossquest Vorsicht vor Herzköpfen, 3 Siege mit Hancock und weiblichen Charakteren müsste ich noch 2-mal machen. Oder hier Bossquest Macht der Piratenallianz, 20-mal den Bosssturm geschafft haben, wow. Das kann auch eine Weile dauern, aber das könnte ich theoretisch alles auch offscreen machen, weil das dauert doch ewig, wenn ich das euch jetzt hier noch aktuell noch zeige in der Aufnahme. Dann ist, das geht dann auch nicht, nee. Das werde ich schon offscreen machen, das dauert sonst zu lange. Aber okay. Wir sind wieder zurück in der B-Liga, Leute, und im nächsten Part, keine Ahnung, vielleicht mache ich gleich doch mal einen Bosssturm, aber halt diesmal wieder mit jemand anderem. Aber auf jeden Fall so oder so sage ich wieder danke fürs Zusehen. Ich bin froh, dass wir wieder in der B-Liga zurück sind und ich fand das wirklich ziemlich geil, dass man halt gegen 5 der 7 Samurai nacheinander kämpfen musste. Obwohl ich die Reihenfolge persönlich ein bisschen anders genommen hätte, aber ist ja egal, weil ein offizielles Ranking, dass die Stärke der 7 Samurai angibt, existiert nicht. Also es stimmt jetzt nicht, dass Jinbei irgendwie das Stärkste von denen wäre, das ist nicht wahr. Das war, glaube ich, mal ein Irrglaube von vielen Fans, aber Jinbei ist nicht der Stärkste des 7 Samurai. Es gibt kein offizielles Ranking, wer von denen jetzt der Stärkste ist. Und deswegen ist es nun mal so. Also danke und bis zum nächsten Mal bei One Piece, Leute. Macht's gut und tschüss.